Seiten hielten die Münchner Schweine, die auf den Gassen herumliefen und sich von den Abfällen ernährten. Das war natürlich eine richtige Sauerei. In der Mitte der Stadt, um den Marienplatz herum, hatten die reichen Kaufleute und Ratsherren ihre Wohnhäuser. Sie wollten nicht mehr den Gestank und den Unrat, der von den Schweinen kam. So wurden die Schweine aus der Inneren der Heinrichstadt verbannt. I, weg hier, das Tiger. I, weg, weg, weg. I, weg, weg. I, weg, weg. Hallo, Peter. Hallo. Ah, Peter, ich komm runter, ja? Hallo, Peter. Mama. Hallo, wie geht es dir? Mein lieber Enkel, du musst jetzt los, um die Rennsau zu gewinnen. Los, ich wünsche dir viel Glück. Hallo, liebe Leute. Hallo. Wer wird der glückliche Gewinner der Rennsau? Heute am Tag der Jakobiduld. Wer kann die einzigartige Rennsau gewinnen? Die kann auf ein Hinterbein stehen, wenn man ihr Futter gibt. Sie ist einfach wunderbar. Wer wird der glückliche Gewinner? Wer? Ich hole den Zettel. Aha! Es ist der Einzige! Ist der einzige artige, wunderbare, coole, schöne, starke Mensch namens Peter! Ja, juhu. Peter ist der glückliche Gewinner dieses Tages! Juhu. Ich gewinne ihn nächstes Mal! Großen Glückwunsch, Peter! Ja. Großen Glückwunsch, hier die Rennsau. Hallo Peter, du bist hallo. Ja wieder da. Du hast die Rennsau gewonnen, wie schön. Oh, Rennsau, Peter, Rennsau. Ja. Schau mal, hier ist ein bisschen Futter, kannst du auch wirklich auf zwei Beinen stehen? Ah. Kommt, ich hab Kuchen.